Also jetzt bin ich in einem Ego-Shooter, ne? Das wissen wir jetzt. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier, Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Ja, so. So ganz nett hier. Oh Gott, das war jetzt einer der schockigsten Momente, als er plötzlich seine Nachtsicht aufgesetzt hat. Ich denke, wir sind da gerade vom Himmel gesprungen. Ich habe keine Map mehr, ne? Also nichts mehr sammeln, nichts mehr looten. Ist das jetzt wirklich nur noch ein bisschen schießen? Das ist ja das Starthaus, ne? Hier waren wir da als erstes drin. Hier war ein Käfig. Boah, Junge, hör doch mal auf damit. Da kriege ich ja richtig Schock. So, den hatte ich übrigens hochgekurbelt. Warum ist denn der jetzt schon wieder unten? Ich brauche Hilfe. Wofür brauche ich Hilfe? Hier ist doch Knoblauch. Oh, das ist den. Ja, ist doch gut. Komm, weiter. Jawoll. Oh, hi. Von einer Mutamizid-Kolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Ist so ein ZF drauf, warum kann ich das nicht nutzen? Ja, tut mir leid, das ist jetzt ja, ist vorbei mit Rätseln, ne? Jetzt muss, ist es nur noch ein Shooter, oder? Bleib doch mal ruhig. Ich hab dich im Blick, Boss. Ganz weiter. Ich würde gerne mal die Waffe wechseln, aber... Auf 3, alles klar.
das war's. So, darf ich jetzt oder springt hier noch einer hin? Schön an den Ziegen vorbei, weißt du? Ja, man muss alles vorher einmal getestet haben, das ist das Problem. Granaten hin und wieder erleichtert das Leben, ja. Das stimmt. Ich finde es wieder mal ein bisschen völlig übertrieben, aber naja. Das weiß ich schon. Wenn meine Mutter das sehe, wird sie denken, sie sei in der Hölle gelandet. Wenn meine Mutter das sieht, sagt die mir, ich soll mein Zimmer neu aufräumen. Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Wer? Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Was ist denn das Ziel? Das hier? Was ist das Ziel? Halte gedrückt, um mit dem Laser ein Ziel zu markieren. Yeah, mitten rein. War das richtig? Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Ja. Geilste Nummer gerade. Oh, Junge, du bist aber lahmarsch mit dem Nachladen. Oh, Mann. Wie viele denn noch? Geht's allen gut? Wir kommen aus dem Pilz. Es sind bald am Ende. Langsam wird's nervig. Verdammt, die Dinger benutzen Waffen. Das gleiche könnten die über dich sagen. Klar. Er kommt nicht zurück, er kann nicht nachladen, das ist doch die letzte Pfeife, der Typ. Na warte doch mal, was soll ich denn machen, Junge? Ich komm nicht weg. Ja, sorry, also das ist ja wieder ein Blödsinn hier. Ey, was willst du denn da machen? Das ist doch wieder völlig übertrieben. Eine Granate zigmal in den Kopf geschossen. Ne? Wobei das übrigens so aussah, als wenn ich irgendwas vor mir getroffen hätte, aber nicht die. Ja? Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Yeah, mitten rein. Da ist ein Baum gewachsen. Ne? Das erklärt natürlich eine Menge. Ich muss nachladen. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich habe ja Zeit. Kommt ein Schwarm auf dich zu. Augenblick. Wie lange lädst du denn, du Pfeife? Die
Die BSAA greift die Biowaffen an. Du hattest recht, die haben es auch auf den Megamyzeten abgesehen. Und lad doch mal nach. Was machst du denn die ganze Zeit, Junge? Du weißt schon, dass Krieg ist, oder? Geht's allen gut? Sie kommen aus dem Pilz. Wir sind einfach kein Winter. Langsam wird's nervig. Augenblick. Muss nachladen. Ja, ja, lass dir Zeit. Ich bin ja hier alleine. Was haben wir denn noch Schlimmes? Nix, ne? Wir haben eigentlich nichts mehr. Die Granaten haben wir noch. Was ist das hier? Blendgranate, ne? Die bringt ja nichts. Was ist das hier? Arzneispritze. Ja, guck mal, was soll ich denn hier machen? Jetzt mal ernsthaft. Was? Ich hab doch keine Ahnung. Was soll ich denn gegen so eine Armee von Idioten machen? Natürlich, genau in dem Moment, weißt du? Jetzt muss der nochmal wieder nachladen. Was ist denn mit dir, Junge? Hm? Kein Bock mehr drauf, oder was? Hast du jetzt? Hast du nachgeladen, ja? Dein Ziel, dein Laser ist doch nicht kaputt. Nee, ist klar. Guck dir das mal an hier. Ich glaube, das wird nix. Das wird nix. Wie gefällt dir das? Okay, da unten muss der Megamyz jetzt sein. Oh nee, was ist das, das übertrieben? Und kein Fisch. Nee, was ist das übertrieben? Wer ist denn überhaupt noch da? Lohnt sich das überhaupt noch jetzt? Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Was? Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und... Es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Dann geht's doch. Wir sind noch da, alles klar. Ja, aber wenn nur noch zwei Zuschauer angezeigt ist. Ist das Heisenberg? Jetzt sind wir dran. Wie lange dauert das denn noch? Alle noch da, alles klar. Ja, die Statistik, ihr wisst, wie das ist. Sonst habe ich auch nichts, ne? Ich kann das eigentlich so lassen. Da kommt noch einiges. Aber warum ist denn das jetzt von Rätsel so schlagartig auf Shooter gegangen? Bewachst den Megamyz hinten, was? Na, er kann nicht so gut werfen, der Typ, weißt du? Ja, ist klar. Lobo,
Wer macht Jana zu schaffen? Ich brauche deine Hilfe. Was? Du bist in einer Höhle. Da ist nur Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Ich bin nicht bei dir. Au! Na, Junge! Gut, doch nee. Was passiert denn jetzt hier? Direkt über dir, Boss. Okay, markiere das Ziel per Laser. Mit dir. Du markierst gar nichts, du Idiot. Das ist ja ein Problem. Warte doch mal, Junge. Ja, da muss ein Nachladen. Übrigens auch. Wie der mich aber auch trifft. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier hin soll, weißt du? Du kannst nicht nachladen, du kannst nichts machen. Ich komm, hüpf. Bleib doch mal tot. Er muss nachladen. Ja, toll. Übrigens auch. Feindliche Biowaffe eliminiert. Nimm doch den Eispickel mit. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Der Rätseltyp ist jetzt tot. Jetzt kommt der Bum-Bum-Typ. Ja, ich merke das schon. Sing Bum-Bum-Bum. Kann man hier eigentlich speichern jetzt? Ist jetzt gespeichert? Könnten wir jetzt hier einen schönen Schlusspunkt setzen? Was meint ihr? Dann machen wir nächste Woche Bum Bum Bum. Was sollen wir machen? Ich könnte ein bisschen mehr Feuerkraft gebrauchen. Fragen wir mal in die Runde. Wir haben jetzt 2 Stunden 18. Also gute 2,25 Stunden gekämpft. Viele Rätsel gelöst. Etliche Zwischenbosse getötet. Machen wir Schluss für heute. Man kann hier noch einen Müll rausbringen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich muss noch eine Grounded-Folge für morgen hochladen, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht speichert. Ja, ich denke auch. Ansonsten müssen wir halt nochmal kämpfen, weil es ist ja jetzt nicht so schwer gewesen, der Typ. Also hast du eine Mini-Arena, einen völlig sinnlos laufenden Typen und er kann auf alles draufspringen, weißt du? Egal, mitten in der Luft ändert der, der kann das. Das ist halt super Typ. Ja, Niklas, ich hab's nicht so gut wie du. Ich muss morgen arbeiten. Ja, komm, dann machen wir Folgendes. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei allen auf YouTube, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge von Resident Evil 8 Village. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß auf YouTube. Ciao, ciao.